Hi Jungs, willkommen bei Mr. Walla. Heute geht es um die Steinmontage. Die Steinmontage ist einfach nur eine Weiterentwicklung von einer ganz normalen Grundbleimontage. Beim Welsfischen ist es ja so, dass wir oft in Flüsse unterwegs sind, mit teils starker Strömung, die Montagen weit in den Fluss ausbringen müssen. Und da hat man früher eigentlich immer die Probleme, damit die Montage durch das leichte Blei, weil der Blei lässt sich auch nur bis zu einem gewissen Gewicht werfen, einfach nicht liegen geblieben ist. Und man hat dann die Montage ausgeworfen und zum Schluss war sie irgendwo ganz, ganz anders da gelegen. Bei der Steinmontage ist es so, dass es ein Bleiersatz ist. Der Stein wird mit der Reißleine an der Hauptschnur verbunden und später, wenn der Fisch beißt, reißt die Reißleine und wir haben den frisch an der freien Leine und können den drillen und auch fangen. Steine sollte eigentlich immer jeder Welsangler von zu Hause mitbringen. Ich weiß, in jedem Gewässer, wie auch hier bei uns in Italien am Po, gibt es überall genügend Steinpackungen. Allerdings, die Steine dort zu entfernen, ist sehr, sehr gefährlich, weil die haben ja einen Sinn, das ist ja eine Uferbefestigung. Und wenn sehr viele Welsangler über das ganze Jahr viele Steine mitnehmen und dann haben wir irgendwann einmal die Gefahr, damit vielleicht ein Damm reißt und es könnte richtig was passieren. Deshalb bitte bringt die Steine immer von zu Hause mit. Sind im Bauhaus erhältlich oder klaut das beim Nachbar aus dem Garten oder irgendwas. Und in Italien, Spanien, an Orte, wo viel Wallerangler unterwegs sind und wo man das meistens auch über ein Camp macht, so einen Urlaub, die meisten gute Camps haben immer Steine vorrätig. Die Grundregel beim Steinfischen ist mal so, dass der Stein schwer genug ist, um wirklich auf unserer gewünschten Position liegen zu bleiben. Aber auch wirklich nur schwer genug. Also es muss nicht, weil ich sage, ich fische irgendwo schnelle Strömungsbereich, dass ich jetzt hier so einen 10-Kilo-Stein nehme. Gell? Also wenn dieser 2-Kilo-Stein auch liegen bleibt. Ihr tut euch später schwer beim Ausbringen, ihr könnt die Montage nicht mehr führen beim Auslegen. Schwachsinn, also der Stein sollte immer gerade so schwer sein, dass er liegen bleibt. Ihr seht, ich habe jetzt hier zwei verschiedene Größe und Gewichte an Steinen und auch Formen. Das ist einmal dieser Pflasterstein, den nehme ich ganz gern für eine feste Grundmontage, die ich wirklich genau auf die Stelle bringe, dort auslege und auch will, dass dort die Montage die ganze Nacht bleibt. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel eine abfallende Kante habe, die Strömung kommt aus dieser Richtung, und dann ist es oft sinnvoller, einen leichten Stein zu verwenden, weil den Stein, den kann ich weg von der Kante auslegen, also da kommt es nicht aufs punktgenaue Auslege drauf an und die Strömung drückt den Stein dann später in den Kantenfuß rein. Das heißt ein rollender Stein, so spiele ich eigentlich ganz gern mit Montagen, wenn ich einen Längsabriss irgendwo der Mitte Strömung mitläuft, beangel, nehme ich die kleinen Steine, weil den kann ich irgendwo 15, 20 Meter von der Kante wegbringen, spanne das ganze Teil und durch die Strömung wandert dann der Stein, das dauert als 10 Minuten, Viertelstunde, bis an die Kante hin und bleibt dann wirklich genau im Kantenfuß liegen, weil die Strömung es einfach nicht packt, den Stein bergauf rollen zu lassen. Bei der Steinmontage kann man natürlich auch einige Fehler machen. Zum Beispiel, der Stein kann zu schwer oder zu leicht sein, die Reißleine zu kurz oder zu lang, dass man nicht den gewünschten Hakeffekt bekommen. Die Steinmontage kann komplett im falschen Winkel ausgebracht werden. Das bedeutet, dass unsere Schnüre anfangen zu pfeifen. Oder was für ein typischer Fehler gibt es noch? Einfach schon beim Ausbringen von der Steinmontage, dass man da kleine Fehler macht, damit die Montage später, das man leider dann nicht sieht, unter Wasser vertütelt ist. Das merkt man dann aber leider erst am nächsten Tag, wenn man die Montage wieder rausholt und es zu spät ist. Wie ihr genau diese Fehler vermeiden könnt, das zeigen wir euch in den nächsten Videos. Jungs, das Allerwichtigste bei der Steinmontage ist aber, dass wir Angler in erster Linie Naturschützer sind und mit unserer Ressource sinnvoll und überlegt umgehen sollten. Deshalb verwenden wir beim Steinmontage, Binden, ganz, ganz gern solche verrottbare Kordel einfach. Dass keine Rückstände von uns da bleiben und damit auch unsere Nachkommen noch viel Spaß mit unserem Hobby haben. Jungs, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert einfach unseren Kanal Mr. Walla und im nächsten Video werde ich euch zeigen, wie wir das auch richtig einsetzen.